Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Webinarreihe Geld verdienen mit dem Profi-Tool TradeScanner. Und ich freue mich natürlich wieder, dass Carsten Berger und Markus Runau wieder für uns zur Verfügung stehen und mit uns diese Webinarreihe veranstalten. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich natürlich mindestens genauso, dass Sie heute live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Und damit wir auch gleich direkt starten können, müssen wir ganz kurz aber auch den Risikohinweis besprechen. Denn auch hier, wie immer, dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Gut, da kommen noch einige rein und Sie haben aber bis dato noch nichts verpasst, außer mein Intro. Den Risikohinweis sehen Sie ja noch, aber das werden Sie auch in der Aufzeichnung sehen. Von daher übertrage ich oder übergebe ich auch gerne den Bildschirm. Wer möchte zuerst? Carsten wieder, oder? Passen wieder, genau. Alles klar. So soll es sein. Ich bin im Hintergrund, verlasse euch aber natürlich nicht. Wenn irgendwas ist, bin ich da und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Das ist der richtige Bildschirmkasten. Nur hören tun wir dich noch nicht. So, jetzt, ich musste gerade mich noch ein bisschen räuspern, denn auch meine Stimme ist, so wie ihr wahrscheinlich auch gehört habt, wie Nelsons Stimme auch ein wenig angeschlagen. Und von daher kann es sein, dass ich das ein oder andere Mal kurz auf stumm schalte und dann ein bisschen eine kleine Flüssigkeit zu mir zu nehmen, um dann wieder geschmeidig mit euch reden zu können. Okay, ganz klar, das Webinar wird aufgezeichnet und das Fragenpanel habe ich offen, sodass ihr ganz gerne Ihre Fragen hier stellen könnt. Und begrüße ganz herzlich auch den Markus, mit dem ich diese Reihe zusammen veranstalte. Und wir schicken uns heute an, euch zu erklären, wie wir das machen und welches Tool wir wirklich benutzen. Denn dieses Tool TradeScanner ist aus dem Gedanken herausgekommen, dass wir etwas für uns schaffen wollen, was uns die Analyse von Aktien und die Findung eines Trades im Finalen, denn am Ende oder mehrerer Trade-Möglichkeiten im Endeffekt zu vereinfachen. Das ist einfach die Intention gewesen, so ein Tool zu erstellen. Und von daher freut euch, wer den ersten Teil versäumt hat, der ging 90 Minuten und dort sind wir eigentlich auf diese Intention, auf die bestimmten Bedingungen, die damit erfüllt sein mussten, eingegangen, also etwas tiefer hineingegangen. Bitte schaut euch den ersten Teil an, der bei FX Flat auf der Seite ist, auf dem YouTube-Kanal, aber auch auf meiner Seite, letztendlich bei dem YouTube-Kanal Carsten Berger, findet ihr den. Okay, dann schießen wir schon mal los. Markus, du kannst mich auch hören? Absolut, ja. Ja, ich höre dich auch, das ist wunderbar. Okay. Nelson hat den Risikohinweis schon gemacht. Was ich hinzufügen muss, ist der Punkt des Interessenskonflikts. Markus und ich werden bestimmt auf die ein oder andere Aktie oder ETF eingehen. Natürlich kann es sein, dass eine Person, mit dem wir uns nahesteht, dieses Instrument auch handelt oder wir selbst. Von daher gibt es einen Interessenskonflikt und das bitte zu berücksichtigen. Markus, kurz was zu dir, damit die Leute, die jetzt letzte Mal nicht dabei waren, wissen, mit wem sie es denn hier eigentlich zu tun haben. Ja, mein Name ist Markus Ronau. Ich komme ja eigentlich aus der Naturwissenschaft, das heißt, ich habe so Chemietechnik studiert gehabt und dann noch ja, Wirtschaftswissenschaften, zwei Masterabschlüsse, viele, viele Jahre in Industrieunternehmen gewesen und dort Werkstofftechnik zum Beispiel geleitet oder dann auch globaler Leiter Forschung und Entwicklung. Und ich habe sehr viel Prozessoptimierung gemacht und das mache ich natürlich jetzt auch immer so hier im Bereich zum Beispiel von Softwareentwicklung. Das heißt, ich habe mir das dann im Nachgang dann noch beigebracht, hier auch noch die Programmiersprachen so ein paar zu lernen und mache seit 2004 im Prinzip das Thema höhere Statistik und das hieß damals Design of Experiment und jetzt Supervised Machine Learning und jetzt springen sie alle drauf und sagen, jo, das ist jetzt künstliche Intelligenz. Naja,
Bleiben wir mal bei Statistik, höre, dass man die sinnvoll nutzt. Okay. Ich mache aber auch ganz viel Optionshandel. Das habe ich jetzt ganz Ja. vergessen zu ein bisschen, genau. Deswegen, deswegen haben wir dich hier auf jeden Fall dabei als unseren Optionsspezialisten. Ja, ich bin Carsten Berger. Ich komme aus dem Raum Berlin. Man hört es wahrscheinlich an dem einen oder anderen Akzent, der mal durchspricht oder auch mehr. Börse beschäftigt mich schon seit dem 17. Lebensjahr. Also wer das ein oder andere Magazin vielleicht aus der älteren Zeit kennt, DM-Magazin hat mich da infiziert. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Und da habe ich mich jetzt fortgebildet, viel autodidaktisch durch ja, Lesen und Selbsterfahrung gelernt, logischerweise. Bin immer bei Aktien im Hauptteil geblieben und habe natürlich auch andere Wertpapiere gehandelt, Optionsscheine, CFDs und so weiter. Aber Aktien ist das zentrale Ding, weil ich einfach gesagt habe, Spezialisierung, das hatten wir auch im letzten Webinar. Da hat Markus auch gesagt, Spezialisierung ist toll und das kann ich nur bestätigen. Wenn man etwas macht, sollte man das mit einem Instrument wenigstens richtig machen oder die Art und Weise mit einer bestimmten Strategie, um das auch zu vertiefen und sich dort sicher zu fühlen. Das ist ein ganz wichtiges Element, ne? Früher Beruf war im Endeffekt bei der Berliner Polizei. Ich habe dort eine Spezialeinheit jahrelang geleitet. Am Anfang habe ich ganz unten angefangen, mich dann hochgearbeitet, bis ich dann nach fast 30 Jahren den Dienst verlassen habe und mache heute das, was mir Spaß macht. Im Endeffekt, ich coache Trader und trade selbst. Also für mich eigentlich eine gute Sache. Okay, fangen wir an. Was werdet ihr heute sehen? Ganz kurz, minimalistisch eingegangen auf den Top-Down-Ansatz. Das ist immer das Gleiche, was wir machen, damit man wenigstens ein bisschen den Zusammenhang versteht. Das ist aber ein relativ kurzer Teil. Dann sagen wir euch, wie es in der Praxis ist. Und am Ende kommen wir zum Ergebnis, dass wir einen Trade haben. Und das Coole daran ist im Endeffekt, dass man dann auch also gesagt bekommt, ey, das ist dein Einstiegskurs, das ist deine Limit Order oder Stop Limit Order, das ist dein Target und das ist dein Stop. Und wenn man bei FX Flat ist und die TWS Trading Workstation hat und dort Aktien handelt, dann gibt es vielleicht manchmal Leute, die haben vielleicht Probleme mit dem Teil, nämlich ich hatte das früher auch und habe es immer noch, weil es ist so umfassend, diese Handelsplattform, aber auch schon richtig genial, dass ich euch kurz zeige, wie man im Endeffekt diese Orderform eingeben kann und zwar so als Setup, dass man das nicht immer wieder mit mehreren Klicks machen muss und hat es dann so voreingestellt. So, dann wisst ihr ungefähr, wie der Fahrplan ist. Fragen einfach immer wieder reinstellen. Das ist das Top-Down-Modell. Das kennen wir. Markus, wir fangen immer an mit Indizes, gucken uns eigentlich den Markt an, oder? Was ist daran eigentlich Ja, so genau. wichtig? Warum gucken wir uns den Markt eigentlich an? Für mich ist immer wichtig, du hast natürlich einzelne Aktien haben bestimmte Bewegungen, aber oder vielfach ist es gebündelt an bestimmten Punkten, was der Hauptindex macht, dass dann die Aktien dann auch reagieren. Und dann sieht man eben beim Index, ja, heute könnte was passieren und dann kann ich danach handeln und dann sagen, okay, aber bei den Aktien nehme ich die, die Outperformer sind zum Beispiel. Genau. Also man schafft sich einfach einen Überblick über das, was im Gesamtmarkt los ist. Da steht im Schwerpunkt bei uns Amerika. Markus mehr Amerika, bei mir fast gleich, ein bisschen mehr zum Gewicht zum deutschen Markt. Aber wir entscheiden dann schon, welcher Markt denn im Moment besser läuft. Also kann man sagen, jetzt mal in den letzten 2 Wochen war es eigentlich der deutsche Markt, der besser lief. Amerika ist immer ein bisschen hinterhergerannt und jetzt kamen die Korrekturen. Natürlich hat der deutsche Markt, das werden wir uns auch gleich anschauen, auch abgegeben. Und aber wer dann halt die bessere Performance hat, weiß man meistens nicht. Aber die setzt sich oft im Zuge dessen, was sie passiert ist, auch weiterhin fort. So eine Art Trendfolge in der Performance, kann man sagen. Und dann macht es schon Sinn zu sagen, okay, ich konzentriere mich auf den Markt. Ich war sehr, sehr stark im deutschen Markt investiert. Ich hatte keine amerikanische Aktie. Und die sind relativ schnell ausgestoppt worden. Im deutschen Markt bin ich heute ausgestoppt worden. Nach diesem zweiten Tag der Korrektur sind halt meine Gewinne im Endeffekt geschmolzen und durch Teilgewinne abgesichert worden. Aber es ist wichtig zu sagen, okay, muss ich jetzt oder vor 2 Tagen zum Beispiel einfach blind in den Markt reingehen und sagen, ich gehe long? Oder muss ich das mit dem Timing verbinden? Ja, und das kann man durch den Blick auf die Indizes auf jeden Fall sich strategisch positionieren. Viel wichtiger immer noch als der Index ist im Endeffekt die Branche, weil es gibt, obwohl der Markt vielleicht extrem fällt, immer noch Branchen,
die dann besser performen als der Index oder als andere Branchen. Ja. Und was man auch gut erkennen kann, ist zum Beispiel in gewissen Situationen geben alle Branchen ab. Das hatten wir sehr, sehr oft. Und in gewissen Phasen gibt es auch, wenn der Markt steigt, Branchen, die fast kontinuierlich steigen. Aber es gibt auch Phasen, wo alle steigen. Und je mehr Branchen fast die gleiche Performance haben, dann sieht man halt, okay, der Markt ist vielleicht überkauft. Also man kriegt so ein Gefühl dafür, wie der Markt im Endeffekt tickt. Aber letztendlich schaue ich mir über die Branche an, welche ist denn da am Performen und versuche dann natürlich aus dem Timing heraus, Markus hat es auch schon angesprochen, na Mensch, wenn es korrigiert, dann schaue ich mir halt an, ob ich da nicht dann Aktien finde. Und das ist der nächste Schritt, dass man dann schaut, wo finde ich denn die Aktien? Wir machen genau das Gleiche. Die besser performenden nehmen wir für Long und die underperformen könnte man ausschließlich im Endeffekt für Short-Positionen nehmen oder eine Counter-Trend-Strategie. Aber da muss man bitte sehr, sehr vorsichtig sein und sehr versiert sein. Und das, wenn man das immer gleichzeitig so in diesem Schema ablaufen lässt, dann hat man eine Kontinuität und fühlt sich nicht einfach dem Markt ausgeliefert, weil man hat ein Szenario. Und dazu muss ich kommen, wir stellen ja vorher schon ungefähr, sage ich mal, bereit für uns selbst natürlich, wie wir handeln, wenn der Markt so und so entscheidet. Ich weiß ja nicht, wo er hingeht. Also ich kann jetzt nicht sagen, der S&P steigt auf 5.000 und weil ich der Meinung bin, halte ich dann daran fest. Sondern, Markus, wie machen wir das? Im Endeffekt reagieren wir doch eigentlich nur, wissen aber schon, wie wir reagieren, oder? Ja, genau. Also Prognosen, die gehen vielleicht ein paar Tage in die Zukunft, aber längerfristige Trends kannst du eigentlich kaum sagen. Aber dann ist es wirklich dieses Spielen oder darauf agieren. Wir wissen ja, was passiert, wenn der Markt jetzt runtergeht, wenn er hochgeht, wissen wir, wie wir handeln müssen. Also ganz einfach eigentlich. Gell? Du hast ja immer deine Szenarien im Kopf, was passiert, wann. Genau, es gibt ja auch ein Szenario, wo man einfach sagt, also so, dass man weiß, wenn der Markt 5 Tage gestiegen ist, natürlich schmerzt es, wenn man nicht dabei ist, ne? Weil man jetzt vielleicht an dem Tag, wo es losging oder dem nächsten nicht am Rechner war. Aber wenn er 5 Tage, 6 Tage gestiegen ist, dann springe ich da nicht mehr drauf. Also, weil dann ist die Chance steigt einfach. Man sagt ja so, Swing-Bewegungen gehen zwischen 4, 3 und 7 Tagen. Wenn man dann am 5. Tag anfängt, aus der Korrektur dann drauf zu springen, dann ist man vielleicht schon zu teuer einfach drin. Ja. Und wenn man so eine Aktie findet, da findet man mit Sicherheit noch eine Aktie, die dann etwas günstiger ist oder anders vom Chart her aussieht, dann muss sie nicht noch drauf springen. Diese Geduld muss man einfach haben. Und man muss nicht jeden Tag im Markt sein. Ja. Deswegen komme ich zur Frage vom Holger. Wie oft schaut ihr euch einen Überblick einmal in der Woche oder täglich oder wie oft tradet ihr? Also den Überblick, die Indizes schaue ich mir immer an. Also das geht ja relativ fix mit dem Marktmodell und auch gerne mit dem Chart logischerweise. Wenn ich die mir so ausgesucht habe, im Marktmodell gucke ich mir natürlich die immer noch im Chart an. Das macht Markus sicherlich auch noch so. Absolut, ja. Genau. Ich habe immer so meine Liste dann im Chartprogramm, wo ich dann einfach die Werte durchgehe. Aber ich gehe erst ins Marktmodell und dann schaue ich mir das an. Ja. Ja, benutzen kann man ja jedes Chartprogramm. Also gibt es ja unzählige, was ja ein Trading View ist oder die TWS Trading Workstation von FX Flat. Also Chartprogramme oder ja, Homepages oder Webseiten gibt es ja genug, die dort habt. Da habt ihr ja jeweils eure eigenen Präferierten. Also da muss man jetzt nicht unbedingt umschwenken. Wie oft handelt ihr, wie oft tradet ihr? Ja, das hängt natürlich davon ab, wie ich gerade gesagt habe, wenn der Index 7 Tage gestiegen ist, 5 Tage gestiegen ist, dann muss ich mir jetzt nicht eine Long-Position suchen, sondern ich warte ja dann auf eine Umkehr, eventuell, wenn er an einem Punkt ist, wo ich eventuell mal Short gehe. Oder umgekehrt, wenn er halt in der Korrektur ist und er zeigt mir jetzt an, vielleicht werden wir das heute im Chart ja sehen, es passiert ja gerade einiges im S&P, dass ich dann sage, okay, jetzt hat er eine Umkehr gemacht, jetzt kann ich nach Long-Positionen wieder suchen oder er kommt auf eine Basis zurück, wo ich dann sage, jetzt lohnt es sich mal, den Screener anzuschmeißen und mich hinzusetzen und 10, 15 Minuten vielleicht länger zu investieren dafür. Ja. Genau, oder Okay. dass man dann im Prinzip auch sieht, wie stark ist so eine Korrektur. Ist das nur eine ganz langweilige, langsame Korrektur? Da macht es dann zum Beispiel für mich dann Spaß, auch mal die Seitwärtsbewegung anzuschauen, weil da ist es dann ideal, um zeitwärts zu verkaufen. Ja, du kannst ja mit Optionen eigentlich sämtliche Marktsituationen irgendwie handeln. Ganz genau. Aber es macht auch nicht jeden Tag Sinn.
muss man klar sagen, ja, sondern es gibt bestimmte Tage, wo es mehr Sinn macht als andere. Wenn gerade alles abrauscht, dann macht es halt keinen Spaß, Cash Secured Puts zu verkaufen. Das ist ganz einfach. Genau. Das war ja eben die Theorie. Ihr seht links oben den Marktüberblick, Indizes im Endeffekt, was wir uns anschauen, eben aus der Zeichnung. Das setzen wir um mit dem Marktmodell, was wir uns gleich auch live anschauen können. Und das Marktmodell sieht halt im Endeffekt so aus wie jetzt, wie ihr es gerade seht. Und kommen immer wieder Fragen auf, was sind diese letztendlichen Listen, die wir hier haben auf der rechten Seite. Das sind die Indizes, die absteigend im Endeffekt nach der Performance geordnet sind. Wenn ihr euch das tiefer anschauen wollt, dann könnt ihr euch das gerne bitte auf das erste Video, die Video auf Webinaraufzeichnung anschauen, weil da gehen wir nochmal explizit auf die ganzen einzelnen Punkte ein. Wenn wir das jetzt wieder tun würden, dann würden wir zu viel Zeit verplempern und wollen das jetzt nur durch das Schema des Ablaufes nochmal zeigen. Also wir schauen uns halt dort an, anhand der grünen Punkte, welcher Markt ist weiter rechts, das heißt, der ist der Outperformer und je höher er ist, desto weiter ist er schon gelaufen. Das ist dynamischer Ware. Ja, diese Zahl wird mit der Signallampe angezeigt. Das heißt, je höher der Wert hier ist, kurz gesagt, desto höher kommt er dem Countertrend entgegen. Das heißt, er ist dann überkauft eventuell. Ja, so kann man sich einen Überblick verschaffen. Wenn wir uns für den Genau, Markt entscheiden sollten, über 4 haben wir normalerweise starke Aufwärtstrends und minus 4 sind starke Abwärtstrends, mal ganz grob. genau, und hier sehen wir im Endeffekt sind die Kugeln alle jetzt hier oben rechts, was für einen noch intakten Aufwärtsmarkt, sag ich mal, spricht. Was ja gut ist, wenn wir jetzt nur einen Downtrend hätten, einen Abwärtstrend, dann würden die Kugeln immer weiter hier runter wandern in den linken Bereich. Das sehen wir, also jetzt Short-Positionen in der Breite des Marktes aufzubauen, macht keinen Sinn. Natürlich kann man immer wieder Absicherungen vornehmen oder eine Stopp-Verwaltungsstrategie dort hinterlegen. Je weiter der Markt läuft, desto enger zieht man dann den Stopp ran, damit man auch Gewinne sichern kann. Das kann man hier zum Beispiel sehen. Wenn jetzt bei Countertrend zum Beispiel mehrere Kugeln drin wären hier oben, dann wüsste ich, der Markt ist heiß gelaufen eventuell und dann ziehe ich im Endeffekt meinen Stopp näher ran oder nehme sogar Teilgewinne mit. Wenn wir uns für einen Index entschieden haben, dann geht man im Endeffekt in den Branchenüberblick rüber. Das sieht dann so aus, dass wir hier einfach umgeschaltet haben, nicht mehr auf Index sind, sondern auf Sektor hier, US-Sektor. Und dann suchen wir uns hier genauso in der Liste eine Branche raus. In dem Fall war es zum Beispiel Utilities, die ich rausgesucht habe. Und dann kann man hier draufklicken, das werden wir auch gleich live sehen. Und dann öffnen sich die verschiedenen Strategien, die dann zu dem aktuellen Marktsituation passen. Das bedeutet in dem Fall hier unten ist Perlentaucher Trend Long oder zum Beispiel, da bist du gefragt, Cash Secured Put zum Beispiel. Genau. Ja. So, wenn man dann sagt, okay, ich habe mich für diese Strategie entschieden, Perlentaucher Trend Long oder ich habe sie abonniert, sagen wir mal so, dann kommen wir einen Schritt tiefer und dann sind wir im Aktien-Screening-Ergebnis. Ich habe also da drauf geklickt und bekomme dann hier zu dem Sektor aus der USA und zwar Utilities, amerikanische Aktien. Ich bekomme Earnings, also Geschäftszahlenvermeidung 2 Wochen. Ich möchte gerne 10 Tage Abstand haben zu Geschäftszahlen. Warum? Wissen die meisten auch, weil man natürlich böse überrascht werden kann, wenn es Geschäftszahlen gibt und es gibt einen riesen Gap. Dann werde ich vielleicht zu einem viel, viel höheren Preis eingekauft oder der Stopp wird unterlaufen viel mehr. Also das Risiko ist nicht kalkulierbar. Wie ist das bei Optionen, Markus? Spielt das bei dir eine Rolle? Absolut. Also ich bin da so ein kleiner Feigling, was Earnings-Tage angeht. Natürlich gibt es immer Strategien, die sagen, ja, ich kann ja hier vor die Earnings da eine Absicherung reinkaufen und so. Und dann verliert sich das. Aber das geht so oft gut und dann ein paar Mal zerschießt es mir das Konto. Und darauf habe ich keine Lust, ehrlich gesagt. Meine Strategie ist dann einfach, ich will hier ein entspanntes Leben mit dem Trading haben und da brauche ich keinen Stress, keine Stressfaktoren. Die kann ich mir anderswo holen, wenn ich das will. Ja. Also im ersten Video oder im ersten Webinar, in der Aufzeichnung, kriegt ihr auch erklärt, was diese ganzen Tage letztendlich bedeuten oder die ganzen Angaben hier und die Zahlen. Also da könnt ihr gerne nochmal drauf schauen. Wenn wir jetzt drauf eingehen, dann vergeht einfach zu viel Zeit. Nur noch mal ganz Okay. kurz, bei Ach mir so. kam noch öfters mal die Frage, die Correction Days. Magst du das noch mal ganz kurz erklären?
Ja, die Correction Days ist beim Perlentaucher drin. Und zwar interessiert mich ein Wert nur, wenn er aus der Korrektur kommt. Und wenn der in der Korrektur ist, ist natürlich manchmal entscheidend, wie lange ist diese Korrektur. Weil kann ich darauf schließen, wenn jetzt ein Wert nur 2 Tage in der Korrektur ist, hier wie die TAC-Aktie hier unten, dann ist die vielleicht nicht so interessant wie ein Wert, der eine 4-Tage-Korrektur hat. Die sagt jetzt nicht unbedingt was aus, ob sie tiefer ist oder seitwärts verläuft, aber sie hat auf jeden Fall 4 Tage eine Korrektur hingelegt. Was heißt, der Markt verarbeitet diese, sag ich mal, einen Kursanstieg. Da geht ja immer eine Dynamik voraus und die Korrektur. Dadurch kriege ich halt die Wertigkeit der Korrektur angezeigt und so kann ich mir das im Endeffekt anschauen und sagen, okay, der hat 4 Tage korrigiert und der steht. Das ist auch ein tolles Tool, Markus. Wir haben einen Rank hier drin, einen Rank. Das heißt, der rankt die nach der Outperformance. Das heißt, ich kann mir die Ergebnisse, die ich hier vorgeschlagen bekomme, es können auch mal viel mehr sein als jetzt 4 oder 5, es können auch mal eine richtig dicke Seite sein und mitnichten gucke ich mir alle an. Ja, ich klicke durch, bis ich im Endeffekt 3, 4 Werte gefunden habe, die mich interessieren und dann ist aber auch gut, weil ich möchte ja nicht alle Aktien handeln. Reichen ja, sag ich mal, 3, 4, 5 Aktien, die ich dann nicht alle aus dieser einen Branche, sondern insgesamt dann, wenn der Markt das hergibt, an dem Tag dann handeln oder versuche aufzunehmen als Position, ne? Als Stop-Limit auch das. Wenn ich mich jetzt für meinetwegen, Markus? Ich wollte nur noch ganz kurz auf den Rang eingehen. Also das bedeutet tatsächlich hier 98, also ein Rang 98, 98% der Werte im Utilities-Bereich sind schlechter als PCYO. Und das ist ja schon mal eine Aussage. Wo kriegt ihr die sofort so schnell her? Das ist fast, gibt es ja fast nicht. Und eine Zahl, die ich auch noch wichtig finde, können wir auch darauf eingehen, das sind Ratings. Das sind die Fundamental-Ratings, das steht hier. Das ist A super und F wäre ganz schlecht. Und von daher kann ich da, ihr wisst selber, wie schmerzhaft das manchmal ist, wenn man die ganzen Fundamentaldaten lesen muss. Und hier kriege ich das im Endeffekt durch einen Algorithmus aufgearbeitet, wo ich im Endeffekt auf einen Blick sehe und Zeit spare. Okay, das ist ein B. Und wenn ich mich dann entscheiden muss zwischen dem Trade, Rang und der Aktie, natürlich gucken wir uns den Chart noch an. Dann werde ich mich natürlich für, wenn ich andere Trades noch mir anschaue, Trade-Vorschläge, dann kann ich mich für den entscheiden, wo ich hier die Zahlen habe. Das ist der Sinn der Sache. Denn ihr wisst ja selber, Trade-Vorschläge oder Analysen könnt ihr viele machen. Letztendlich müsst ihr irgendwann eine Entscheidung treffen, wer es ist. Und das Coole daran ist, es muss ja nachvollziehbar sein. Ihr müsst ja nächstes Mal wieder sagen, ich mache wieder, ich nehme den Rang von oben nach unten. Ich nehme ein Rating Minimum C und wenn es A oder B gibt, dann nehme ich den von B, wenn der Chart in Ordnung ist. Und schon habt ihr ein Ergebnis. Also da gibt es dann auch nicht mehr viel Spielraum, oder? Nee, das soll ja auch so einfach sein und dass du keine Fehler hast im Prozess. Genau. Und wir haben bis jetzt noch keinen Chart gesehen. Das ist ja auch schon mal cool. So, jetzt klicken wir auf das nächste. Jetzt habe ich auf die PICO-Aktie oder PCYO-Aktie geklickt. PureCycle ist das. Und sehe diesen Chart, den habe ich jetzt mit der Maustaste ein bisschen rangezoomt und ich sehe rechts dann auch noch so ein CAV, das ist nicht hoch, das ist 0,24 das CAV, aber es als Beispiel, warum ist es heute schwierig zum Beispiel Aktien zu finden, weil wir natürlich eine extreme Abwärtsbewegung gehabt haben, noch keine Umkehr. Ne? Deswegen muss ich die nehmen, die ich da habe. Das war der Vorschlag und dann sehe ich halt, okay, das Potenzial ist bei 1,98% hier unten. Und ich sehe, wie viele Tage geht es noch bis zu den Earnings, 69, da habe ich also noch Zeit. Und ich hätte natürlich viel lieber ein CAV von größer als 1, besser noch 2 oder 3. Trotzdem kann der Chart ja im Endeffekt interessant sein. Also nur ein Beispiel in dem Fall. So, und somit kann ich dann sagen, okay, das ist mein Vorschlag. Und was ich hier sofort sehe, ist das Einstiegsszenario. Das werden wir nachher in der Trader-Workstation nochmal eingeben, jetzt an irgendeiner Aktie, es spielt ja keine Rolle, welche. Da sieht man hier zum Beispiel, wo es die Buy-Stop-Order steht, wo das Limit ist, also was ich maximal bezahlen will, weil ich möchte ja keine 12 oder 13 Dollar dann bezahlen, sondern nur 10,71. Wo gehe ich raus? Bei 9,95 Dollar und wo ist mein Ziel, mein erstes Target, wo ich halt dann einen Teilgewinn mitnehme oder auch die ganze Position verkaufe, wenn der Markt nicht so besonders stabil ist. Oliver, warum gibt es bei den Optionen keinen Rank? Warum es noch nicht eingebaut haben. Ja,
Genau. Das können wir aber auch machen, oder? Das können wir machen. Das ist im Prinzip keine so schlechte Idee. Also eigentlich eine Genau. gute. Danke, Oliver, für diesen Vorschlag, weil es gibt ja nichts. Bitte sag da gerne. Wir sind übrigens für Vorschläge immer offen, also weil letztendlich sehen wir das Ding ja täglich und schon so lange, auch in der ganzen Entwicklung, dass wir immer sehr, sehr dankbar sind dafür, wenn ihr sagt, Mensch, das wäre doch ein geiles Ding, könnt ihr das nicht einbauen? Wir gucken dann, ob wir das schaffen. Und also der Markus schafft, glaube ich, fast alles. Er ist bis jetzt noch nicht enttäuscht. So, okay, jetzt gehen wir mal Ja, live in so den einen Fake zu Schweiz-Scanner. nichts zu gebrauchen, oder wie hieß es mal? Genau, ab und zu kann man dich auch mal gebrauchen, genau. So, okay. Das Angebot möchte ich euch natürlich nicht verschweigen. Wenn ihr noch kein Kunde bei FX Flat seid, weil wir ja die Sache hier auch gerne mit FX Flat, unserem Partner, zusammen machen, dann könnt ihr 10% bekommen auf das Abo und zwar für drei Tools, und zwar einmal für die Perlentaucherstrategie, einmal für das Optionsbasic Basic Turning Point und Perlentaucher Bundle, das ist also logischerweise ist Optionen mit bei und das Options Advanced auch mit den beiden anderen Tools zusammen. Und zwar 10% auf die Dauer des Abos, logischerweise. Also könnt ihr euch sichern. Und zwar, jetzt muss ich mal draufklicken, mal sehen, was hier passiert. Ist hier so eine Landingpage. Zack. Und da könnt ihr dann, den Link müssen wir noch verschicken an euch. Euch, wenn ihr ein Konto eröffnet, letztendlich kriegt ihr dort diese Vergünstigung. So, genug Werbung. Jetzt geht's an den Markt, weil ich bin selber gespannt, was im S&P passiert. Ich bin bei so vielen deutschen Positionen auch rausgeflogen. Lass wir uns das jetzt mal anschauen, was dort passiert. So, weg damit. Jetzt kommt der Trade Scanner. So, perfekt. Da ist er. So sieht er aus. Läuft ganz normal ohne Installation im Browser. Wir empfehlen immer Chrome. Ja, genau. Ah, hallo Günther, ich begrüße dich ganz herzlich. Günther stellt die Frage, wie wäre es mit einem Trading-Raum dreimal die Woche 1 bis 1,5 Stunden? Ja, Günther, das ist eine nette Idee, kenne ich auch schon von vielen anderen, die es gemacht haben. Das hat nur ein Problem. Also ja, klar, bilde ich auch gerne aus. Ich lasse mir auch gerne über die Schulter mal schauen, indem man halt eine Zoom-Session macht. Das machen wir morgen übrigens für unsere Trade-Scanner-Kunden. Die können live halt sehen, wie man das Tool bedient, können ihre Fragen stellen, können auch ein oder zwei Sachen rausfiltern, ist gar kein Thema. Aber wenn man das regelmäßig macht, dann kollidiert das mit einer Sache, und zwar, dass wir ja das Tool erfunden haben, damit wir uns Zeit sparen. Sicherlich könnten wir dafür noch viel mehr Geld verdienen. Das kann dann sein. Aber ich brauche ja gar nicht so lange, um eine Aktie zu finden. Markus, wie lange brauchst du denn, um eine Aktie zu finden mit dem Trade Scanner? Also wenn ich alles durchgeschaut habe, 10 Minuten für den Gesamtüberblick, ja. Ja, und das wäre, glaube ich, recht langweilig im Trading Room, weil wir handeln das Ding ja dann, wenn der Markt also geschlossen ist, dann rechnet der Trade Scanner im Hintergrund alles durch, wer ist Outperformer, welche Volatilität und so weiter, alles das wird berechnet. Und dann sucht er ja auch noch die passenden Optionen raus, wenn ein Signal vorliegt. Das finde ich ja schon beispielsweise total cool, weil ich habe mir das mal angeschaut, wie viele Optionen es eigentlich gibt auf die einzelnen Werte und so. Und wenn man sich das in der Trader-Workstation ansieht, dann weiß man, dass da ganz schön viel gesucht werden muss. Und der gibt einfach das Ergebnis vor. Das finde ich einfach sensationell. Obwohl ich Ja, selbst allein keine Optionen bei Apple handle. hatte ich dann schon oft 5.500 mögliche Optionsketten. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Da lobe ich mir doch eine Aktie. Ja? Also. Man kann es auch So. anders machen, dass es rausgespuckt wird, was man braucht. Ja, Aber klar, kann das man. war eben hier dieser Eigennutz, warum ich das entwickelt habe, weil mir das auch zu doof war, so lange darum zu suchen. Dann kommst du ja nur auf ein paar wenige Werte, die du verfolgen kannst. Oder ich hatte ja die Turning Points früher gehabt, hatte dann tolle Aktien und habe dann gesucht, wo findest du jetzt dann Optionen? Und bei 80% findest du erstmal gar nichts, Das stimmt, ja. weil da keine vernünftigen Optionsketten sind. Das heißt, du kannst dir dann noch so tolle Signale programmieren, wenn es dann nichts gibt, wo kein Open Interest ist, kein Volumen, kein vernünftiger Abstand, dann macht es halt keinen Spaß. Gell? Also das ist nur zum Wahnsinnig werden.
Ja, muss ich es ein bisschen vereinfachen. Der Frank fragt eine Frage zu den Strategien in Bezug auf die Depot- und Kontogröße. Gibt es von eurer Seite eine Empfehlung, wie man sich hier positionieren soll? Da sprichst du ein ganz, ganz wichtiges Thema an. Das ist auch eine umfassende Frage. Also, wenn man Kontogröße und die Strategien, das ist immer die Frage, wenn ich ein Konto habe, dann ist ja die Frage, ist es all in, was ich besitze? Da kriege ich erstmal hin. Oder habe ich auch von den Strategien her eine Diversifikation? Also das heißt, nehmen wir mal an, du findest TradeScanner gut, ja, und sag mal die Perlentorer-Strategie oder Turning Point von Markus. Die Strategien gleichen sich fast. Sag ich mal Optionen, dann ist immer die Frage, muss man alles auf eine Karte setzen? Also das würde ich zum Beispiel nicht tun. Ich würde dann diversifizieren und sagen, ich mache eine, meinetwegen eine Investing-Strategie, ich mache eine Optionsstrategie und ich mache eine Perlentauer-Strategie zum Beispiel. Ja, also nicht alles auf eine Karte setzen. Das hängt natürlich immer mit der Kontogröße zusammen, auf jeden Fall. Vor allen Dingen würde ich, bevor ich immer reingehe, mit einem Konto anfangen, wo ich selber erstmal reinkomme. Also jetzt nicht sagen, hey, TradeScanner, zack, Trade gefunden und all in, sondern den Ablauf lernen auch. Also diesen Workflow muss man ja selber sich auch einstudieren und dann nachher klickst du da drauf und weißt, was du machst. Am Anfang sagst du dir, was muss ich jetzt machen? Verstehe ich die Prozesse dahinter? Wie denkt der Coach eigentlich oder wie denkt Markus und ich, wenn er sich die Aktien schaut? Ich habe die Charts schon, ich glaube, millionenfach gesehen und Markus, euer Auge muss sich erst dran gewöhnen. Ne? Und deswegen, und dann auch die Schlüsse daraus zu ziehen. Ne? Ich habe heute übrigens auch auf dem Vorschlag von der letzten Woche, habe ich mitgenommen, meinen kleinen Trading-Kurs zur Perlentaucher-Strategie mit 10 5-Minuten-Videos online gestellt in YouTube. Zwei sind sofort verfügbar. Deswegen könnt ihr den Kanal auch gerne abonnieren. Das hier bei YouTube Carsten Berger. Die sehen dann so aus, 001 bis 0010. Gibt jetzt zwei davon. Hier taucht im Moment nur einer auf, aber der andere ist auch freigeschaltet. Und der Kanal ist hier @Carsten Berger. Könnt ihr gerne abonnieren, dann werden die immer sukzessive jeden Tag jetzt freigeschaltet. Dann könnt ihr euch mal 5-Minuten-Video angucken, damit ihr die Grundgedanken dieser Strategie versteht. So, jetzt schauen wir uns aber mal die Märkte an. Ja, natürlich habe ich auch einen Firefox drauf, ja, aber man muss sich ja für einen Browser entscheiden, Johannes. Sortiert ist das auch schon, das heißt von oben nach unten, das macht er automatisch, da sparen wir uns jetzt auch ein paar Klicks, wenn wir die so eingestellt haben. Und jetzt müssen wir uns im Endeffekt anschauen, welche Märkte sind interessant. Wenn ich mit der Maus hier drüber hover, dann sieht man, wie die Kugeln hier wirklich schwarz werden. Und wir sehen zum Beispiel ganz unten, da sind wir eigentlich auf dem Short-Bereich. Nasdaq muss man jetzt nicht unbedingt long gehen. S&P, ja, der sitzt so in der Mitte. Das ist schon fast so Strangle-mäßig, ja, wo man nicht weiß, wo will er hin. Und die Deutschen sind immer noch oben seit mittlerweile 3 Wochen. Da tendieren die oben. Ist also nicht so falsch. Selbst wenn sie heute gefallen sind, bieten sie vielleicht, das ist interessant, eventuell wieder Einstiegschancen, um den nächsten Move wieder zu machen. Ja, wenn ich den MDAX hier sehe, der ist schon zu weit abgesackt. Der SDAX auch. Da kriegen wir im Moment keinen Long-Bereich. Auch beim Tech-DAX nicht. Den amerikanischen, Quatsch, den Hang Seng handle ich nicht. Handelst du asiatische Aktien schon, Markus? Nee, nicht wirklich. Nee, also nicht. Aber man könnte sie auswählen, theoretisch, ja? Mit dem Tool. Absolut. Also auch die japanischen und so weiter, gar kein Problem. Auch chinesische, Das würde auf jeden Fall gehen, pakistanische genau. und indische gibt es alles, ja. Interessant, Silber ist natürlich hier kein Index oder so, aber wir haben diesen Rohstoff mal mit drin, um zu sehen, okay, wo stehen jetzt Rohstoffe in Bezug auf Indizes? Dann haben wir auch das Gold noch mit drin und die haben sich eigentlich noch relativ gut gehalten. Entscheide mich im Endeffekt jetzt, sage ich mal, für den amerikanischen Markt, auch wenn er jetzt nicht für Long, sage ich mal, super prädestiniert ist, gehe ich einen nächsten Schritt und ich würde jetzt im Endeffekt im amerikanischen Markt heute noch nichts anfassen. Rein auf diesen Trade-Scanner Gedanken, weil er ja nicht hier oben im Trend Long ist, sondern hier unten irgendwo im Krebs. Muss mir das Die halt Frage war ja anschauen. noch dieses Days Back, was wir da drunter verstehen. Also Null ist immer diese aktuelle Sicht. Und wenn du Days Back weiter zurück machst, dann kannst du einfach sehen, wie haben sich die denn entwickelt im Verlauf der Zeit. Das heißt, wie Die waren sie vor Signale. ein paar Tagen? Genau. Genau. Also manchmal ist es ja auch sinnvoll, wir haben ja auch manchmal Doppelsignale, wenn der Markt noch nicht ganz so weit weggelaufen ist, kriegen wir 2 Tage hintereinander, dann ist man vielleicht nicht ganz so spät, wenn der
letzte Bar zum Beispiel, letzte Kerze nicht mega hoch angezogen hat und dadurch das größte Potenzial weggenommen hat. Aber man kann manchmal auch am zweiten Tag nach dem Signal nur einschalten. Und da könnte man sogar das noch sehen. Also auch noch, ja. Also von daher finde ich das eine klasse Sache. So, wenn ich jetzt sage, beispielhaft Amerika ist es, dann gehe ich hier auf US-Sektoren, klicke da drauf und dann habe ich die US-Sektoren hier auch wieder sortiert. Und letzte Woche habe ich in meinem Newsletter, den ich auch immer schreibe, dann die ganzen Gedankengänge hin. Ich habe dann trotzdem wieder Samstag geschrieben, weil am Freitag kam mir der Gedanke, okay, könnte Basic Materials sein, die sich eventuell ganz gut halten noch. Und wenn ich jetzt dann sage, mich entscheide für Basic Materials, dann klicke ich da drauf. Dann öffnen sich die verschiedenen Strategien und man bekommt nur, sage ich mal, ein Ergebnis, wenn man natürlich eine der bestimmten Strategien abonniert hat. In dem Fall Ferntor zum Beispiel Trend Long. Klicke ich da drauf und dann schaltet der automatisch um auf die entsprechenden Sektoren und die entsprechende Börse mit den Grundeinstellungen Earnings und Outperformance. Und dann habe ich hier die Days Back. Jetzt klicke ich auf Search. Und dann kriege ich kein Ergebnis, das ist völlig normal. Warum? Und dann sieht man mal wieder, warum es sinnvoll ist, in Branchen und in Märkten zu denken, wenn ich weiß, dass der S&P in den letzten 2 Tagen gefallen ist und ich brauche eine Umkehr, dann kriege ich ja bei den meisten Aktien auch kein Signal, weil die eventuell schlechter notieren als der Index oder sie sind gar nicht in der Korrektur, Correction Days, ne? Zum Beispiel. Dann habe ich nicht viel zu tun. Deswegen muss ich mir auch den Markt angucken und weiß, naja, wenn der S&P in der Gesamtheit 3, 4 Tage fällt, dann wird er für mich interessanter. Also je länger der fällt, umso interessanter wird er für mich. Und dann kommt ein Tag der Umkehr vielleicht und dann muss ich mich aber ransetzen, auf den Knopf drücken, dann kriege ich auch wieder Signale. Das schützt mich im Endeffekt auch und sagen, ich muss jetzt nicht jeden Tag davor sitzen und krampfhaft mir einen Trade raussuchen. Also da muss man einfach auch mal warten. Wenn ich jetzt aber einen finden möchte, ein Trade, dann gehe ich hier Days Back. So, dann kommen wir. Will er nicht? Da ist er. So, mal 6 Tage genommen. Okay, das sind die. Wenn ich jetzt Avoid Earnings rausnehme, ich glaube, die Earnings, die Geschäftszahlen sind schon durch. Wären es mehr? Nein, wären es nicht. Outperformance? Aha. Outperformance wären in dem Falle mehr, wenn ich es rausnehme. Kann ich machen. Dann weiß ich aber, dass die mit der verwandelten Branche im Endeffekt dann nicht mehr Outperformer sind. Ne? Gehen wir also mal rein, dann sind es weniger. Gehen wir mal auf den ersten Wert, weil der hat einen Rang 93. So, dann sehe ich das hier im Endeffekt. Der Trade war vor 5 Tagen, da war aber auch schon, sag ich mal, Basic Materials gut, weil ich ja am Wochenende gesagt habe, Basic Materials finde ich jetzt nicht so schlecht. Ja, auch wenn der Trade jetzt, sage ich mal, ein CAV, man sieht es ja immer noch, von 0,49 hat, spricht nicht dafür, dass ich den jetzt unbedingt nehmen würde, aber das Signal war total korrekt und man hat im Endeffekt auch hier 2 Signale hintereinander gehabt, weil der Kurs dem nicht so davongelaufen ist. Ja. Und dort habe ich im Endeffekt alles drin. Und wenn ich jetzt weiter runter scrolle, dann sehe ich natürlich zu den Angaben des einzelnen Trades die entsprechenden Long-Beschreibung für den Trade nochmal, damit man weiß, was man machen muss. Und hier ist nochmal dieses Fundamental-Rating, was letztendlich nochmal grafisch aufgearbeitet ist. Und am Ende steht dann das Overall-Rating, wo alles zusammengezogen wird. Ja. Finde ich klasse. Das Ding finde ich einfach mega cool. Was haben wir neu drin? Wir haben zusätzlich zu dem Sektor, hat der Markus mit eingebaut, weil ich das ganz cool fand, letztendlich die Industry. So kriegt man auch noch mal eine kleine Diversifizierung in der Unterbranche und man weiß letztendlich gleich, wo die noch mal tätig sind. Ja. So, jetzt schauen wir uns mal den Markt an. Ich möchte einmal mal einen Chart sehen, Markus. Ich hole mal den Agena Trader rein. Das ist ein Tool, das wir noch zusätzlich benutzen. Das kann jetzt aber auch TradingView für euch sein oder die TWS, ist ja völlig egal. Ich möchte mal auf den S&P schauen. So, wo ist er denn? So, das ist der Future, der S&P. Und wir sehen, es macht doch schon Sinn, dass man, wenn hier eine Korrektur einsetzt, dass man sich dann Gedanken macht und sagt, muss ich jetzt hier kaufen bei so einer roten Kerze? Also ich weiß nicht, oder an der Kerze. Ja. So, wenn die
da steht, dann muss ich mich immer fragen, muss ich denn jetzt mich hinsetzen und screenen? Wie viele Werte werde ich da finden? Also es gibt bestimmt ein, zwei, drei Werte, die long sind. Da muss ich mir aber die Branche angucken, ob die sich, und jetzt kommt es, anders verhält als der Index. Das ist ja wichtig. Also wenn der Index zum Beispiel fällt und ich habe eine Branche, die Outperformer ist und auch noch steigt, also das wäre natürlich mega, dann weiß ich, okay, die verhält sich anders zum Index, die könnte ich sogar long handeln. Ja, also ich lasse dann einfach die Finger davon. Natürlich kann man hier auch Short handeln, wenn man das möchte, aber das wäre gegen den allgemeinen Aufwärtstrend. Und da wäre ich halt doch sehr vorsichtig. Also dann warte ich lieber ab. Würde ich denen empfehlen, die vielleicht noch nicht so lange am Markt sind, nicht jetzt auf die Short-Seite zu springen. Da findet man sicherlich auch Trades. Aber generell spricht die Situation im Chart Bände und ich kann nicht auf langfristige Sachen zum Beispiel setzen, jetzt das hier Short gehen. Da kann man sehr schnell unter die Räder kommen. Ja, was wir heute sehen, vorhin hast du mir gesagt, ich habe einen Umkehrstab. Der ist aber schon wieder weggefressen worden, ne? Absolut, ja. Im SPY, der ihr das live auch zeigt, ist es genauso. Gell? Also, dass es komplett aufgefressen wurde hier. Genau, und das ist genau der Punkt, wo man halt nicht entscheiden kann an so einer Tageskerze, wie endet die am Ende. Also das ist halt erst am Ende, wenn die Kerze um 22 Uhr der Markt geschlossen ist, dann wird die Kerze letztendlich als Berechnung mit hineinbezogen und dann rechnet der Trade Scanner aus, was zu tun ist. Und dann hat man das im Endeffekt das Ergebnis. Also nicht direkt nach 22 Uhr, weil das sind ganz schöne Daten, die da durchgeschleust werden. Ich weiß gar nicht, Markus, wie viele Daten sind das? Oh, etliche Millionen Datensätze. Also allein bei den Optionen sind es 1,2 Millionen und 25.000 Fundamentaldaten. Ja, also das, ja, Das ist also schon ein bisschen was. das sowas. Ja, also bei den Fundamentaldaten sind es ja dann auch noch mal ein paar Millionen insgesamt. Ja. Ja, krass. Ja, wann stehen die Daten so zur Verfügung? Wann ist ungefähr der Rechenprozess beendet? So 6, 7 rum ist alles durch. Okay. Also es erklärt, warum man denn auf den Markt schauen soll, auf jeden Fall, ne? Dass man halt nicht einfach, sage ich mal, reinspringt, dieses Timing zu nutzen und sich dann die Pyco-Aktie zum Beispiel mit aufzunehmen. Ich kann sie mal jetzt hier mit reinnehmen, kurzfristig, damit wir mal einen Chart sehen. Ja, Markus sagt immer, ich soll hierauf klicken. Ne, brauchst bloß in den Chart klicken, aber ist noch so einfacher. Wir mal da rein. Symbol, wie ist die Pyco überhaupt? Gibt es ja nicht bei mir. Chartprogramm auch nicht schlecht. Okay. Wo ist er hin? Ah nee, war ja die TGLGS, oder? Genau. TGLS. TGLS. Ich war bei der Pyco, war ich vorhin in der Präsentation. Einfach in den Wollen Chart wir uns reinklicken und tippen. Aha. in den Chart reinklicken mit rechts oder was? Linke Maustaste und dann TGLS. Geht doch, ah, doch. Das habe ich noch nie gemacht, ey. Obwohl ich der Gina-Trader-Fachmann bin, mache ich das seit Jahren anders. So, dann sehen wir, was ich euch zeigen will, ist die aktuelle Situation. Der S&P war rot, die Kerze, und war tiefer. Und ich habe gesagt, okay, Basic Materials als Branche war trotzdem noch stark und ist nicht so stark gefallen. Da gab es bloß einen Tag der Korrektur, wir bewegen seitwärts und der S&P hat schon den vierten Tag jetzt abgegeben im Endeffekt. Deswegen macht es Sinn, auf die Branche zu schauen und sich dort einen Wert zu nehmen, der oben ist. Ja, selbst wenn er hier einen Trade eingegangen wird, ich meine, das ist natürlich genial hier oben. Und der Rest, wenn er weitergeht, hier wäre dann so ein Teilverkaufen logischerweise gewesen. Und der Rest, den kann ich auch nicht wissen, ob er weitergeht oder nicht. Der Trade wird dann auf Break-Even gestellt und dann ist gut. Also macht schon Sinn, auf die entsprechende Branche zu setzen, das abzugleichen mit dem Index und dann ein, zwei Aktien zu finden aus der Branche, die eventuell kaufenswert sind. Mehr ist es eigentlich nicht. Wenn wir jetzt aber die Order haben, jetzt zeige ich euch das mal. Ich weiß ja nicht, wer hat denn von euch schon, wer arbeitet mit der Trader Workstation von FX Flat? Also von Interactive Brokers in Kooperation mit FX Flat, könnt ihr ja mal reinschreiben bei Fragen. Wäre mal interessant. Dann zeige ich euch mal, wie das geht, wie man da so eine Template anlegt. Wieso kann ich die jetzt nicht rüberschieben? In Zukunft kommt da.
Ja, in Zukunft ist auf alle Fälle gut. Sehe ich auch so. Also, das ist hier die Mosaikeingabe. Und was ich jetzt machen will, ist im Endeffekt eine Order aufgeben beim Broker, wo ich weiß, der gibt die Einkaufsorder, also wo ich kaufe ein mit einem Stop-Buy und einem Limit und dazu ein Target, das ist eine Limit-Order und einen Stop. So, und wenn ich das machen möchte, dann klicke ich hier, mach mal das größer, so, auf diese Chart-Tool und habe hier so ein Maus, also so ein Einstellungsrad. Da gehe ich drauf und dann klicke ich hier unten auf Momentski, Chart Trader nicht, sondern Voreinstellungen. Und wenn wir Aktien handeln, klicken wir auf Aktien. Und dann ist wichtig, dass er eventuell mal hier alle möglichen Felder anklickt. So, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, folgende Dinge einzustellen. Wie lange ist die Order gültig? Kennt ihr auch von anderen Brokern, ja, entweder ein Tag oder bis 12 Uhr, wenn wir machen Good Till Cancel, ist immer bis im Endeffekt, glaube ich, es gibt dann fast bis Monatsende, wenn es so sein muss, oder wirklich bis man die Order halt rausnimmt. Das würde ich schon mal einstellen. Mehr muss man eigentlich hier gar nicht machen. Geht man zum nächsten Absatz. Wie viele Aktien will ich im Endeffekt handeln? Hier ist keine Positionsgrößenberechnung mit bei, keine automatisierte. Da muss man halt selber sagen, na, wie viel Stück kaufe ich denn? Das kommt bei uns übrigens auch im Trade-Scanner mal, dass wir eine Positionsgrößenberechnung mit drin haben, so ähnlich wie ein Trading-Journal und eine, ja, dass man da halt draufklickt und weiß, wie viele Aktien kann ich eigentlich kaufen mit dem Geld, was ich investieren möchte, wo liegt mein Stop und so weiter. Dann wisst ihr, okay, ich darf jetzt hier meinetwegen nur 69 Aktien kaufen, deswegen kriegt ihr hier einen Vorschlag. Also 100 wird ja immer eintragen, bei jeder Order, den müsst ihr dann einfach anpassen. So, klar ist jetzt für Aktien. Man kann das natürlich auch für letztendlich in Stückzahlen machen. Man kann es aber auch im Betrag machen. Also, wenn man sagt, man möchte nur 1000 Dollar pro Trade anlegen, geht das natürlich auch. Das lasse ich alles so, den Haken da, weil kumuliert ist auch schön. Jetzt kommen wir hier ins primäre Order. Das ist die Kauforder. Also, wir sagen, wir wollen kaufen. Das ist eine Stop-Limit-Order. Dann gehe ich hier drauf und suche mir hier die Stop-Limit-Order aus. Wenn das hier zu sein sollte, nee, ist es nicht, ist offen, dann könntet ihr im Endeffekt also hier STP Limit Order, Stop Limit Order ist es, dass es da drin steht. Briefkurs könnt ihr lassen. Dann könnt ihr sagen, okay, der Limitkurs soll letztendlich 0,5 plus minus 0,5% sein. Man kann ja auch auf 0 setzen. Dann gebe ich ein, der Stop-Kurs, das wird im Endeffekt als Limit eingegeben. Ja, Stop-Kurs Limit. Und Stop-Limit-Kurs ist in dem Fall mein Stop. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Müsste eigentlich so sein. Auch plus minus 0. Und das lassen wir so. Kein Trailing-Stop, kein Klimbim. Kommen wir schon zur Target-Order. Und bei der Target Order, das muss ein Limit sein, weil ich ja oben, letztendlich, wenn der Kurs erreicht wird oder unten, wenn ich Short gehe, wenn der Kurs erreicht wird, will ich den Preis mindestens erreichen. Und hier müsst ihr eingeben, dass es eine Haupt an die Hauptorder gekettet wird. So. Und dann kann man hier eingeben, einen Abstand. Da habe ich jetzt einfach 5% angegeben. Das ist aber auch nur ein Richtwert, weil ich den dann verschieben kann im Chart. Einfach. Mit den Teilmengen, das habe ich noch nicht so ganz selbst noch nicht richtig verstanden. Das habe ich hier 50-50 eingegeben. Das ist im Moment noch nicht funktioniert, noch nicht im Endeffekt. Ihr braucht da eigentlich gar nichts eingeben. Das war mal ein Test. So, und dann kommt die Stop-Order. Das ist quasi die Absicherung. Auch hier wieder im Endeffekt Stop. Und dann gebt ihr hier angehangen an die Hauptorder ein. Und zwar die Einkaufsorder. Da habe ich einfach minus 5% eingegeben. Das heißt, er setzt dann im Chart die Order da einfach so rein. Kann man aber auch wieder anpassen im Chart. Kein Trailing Stop und so weiter und alles andere gar nichts mehr. So, das war's. Klickt auf Übernehmen und okay. Dann ist die Sache hier drin. So. Das Template sieht so ein bisschen aus wie beim Trade Scanner schon. Da muss ich noch ein, zwei Sachen machen. So, wenn ich jetzt eine Order aufgeben will, dann kann ich das im Endeffekt hier mit tun. Ganz einfach, ich gehe auf, was werden jetzt hier gemacht? Was ist das? Weg damit.
ich auf Kaufen zum Beispiel bei der Apple. Ja, nimm doch Und den Wert, den du gerade hattest, oder? was hat er denn für einen Wert? TLGS oder was? Muss ich aber mal hin und her switchen. Das wäre jetzt einfach. TLGS und Enter. Nö. Oben musst du bei kaufen. Nee, aber der muss erstmal den Wert anzeigen. Will er nicht. Die habe ich alle reingekriegt. TGLS. Da ist er. Falsch rum. Da ist er. Technoglass, genau. Da steht hier oben Aktie, man hätte auch Optionen und CFD. Also müsst ihr genau darauf achten, was ihr auswählt. Dann in dem Fall Aktie. So, dann ist das Ding im Chart. So, wenn ich jetzt auf Kaufen gehe, da oben, muss ich markieren. Dann habe ich hier meine Stop-Limit-Order, die da eingeben ist. Muss hier nur auf Limit klicken. Dann kann ich hier in der Preisskala was machen. Ich kann aber auch direkt reintippen. Das ist viel einfacher. Was hatten wir für einen Preis? Muss ich jetzt mal raufgucken. 29,16 zu 29,47. So, gebe ich das in der Dings ein. War 60 oder 16? 29,16. 16 zu 29. Jetzt kommt, klicken wir da ins Feld, dann kommen wir. Achso, 29. da sich verschieben, siehst du? 29, 16, genau. Und was? Wieso ist der ungültig? Ach Keine so, wir sind Komma. ja schon 5 Tage gelaufen. Das war ja vor 5 Tagen. Wegen dem Komma? Ja, du musst einen Punkt eingeben. Okay. Aber der Kurs kann ja nicht stimmen, weil das Signal war ja vor 5 Tagen. Das war ja hier unten. Da wäre das Kaufsignal gewesen. Wir sind ja schon bei 30,48. Und Eigentlich. unabhängig davon musst du mit Punkten arbeiten. Mit Punkt muss ich arbeiten. Okay, mache ich doch mal. 29 Punkt. 16. Und dann klicke ich auf den Stop. Das müsste jetzt sehr niedriger sein, richtig? Das ist der Preis, den ich maximal bezahlen will. So ist es. Das genau 30. andersrum in dem Fall. Bei dem ist es andersrum. Bei dir ist es 29,16. Und ich mache 29,50. Muss ja da drin stehen. Ich habe jetzt abgerundet. Mal wieder Komma. Punkt. So. Und Stop 29,16. Punkt 16. So, dann klicke ich hier auf Erweitert und dann habe ich hier die Gewinnmitnahme, was als Target ist und gleichzeitig das Stop-Loss. So, dann kann ich hier wieder den Preis eingeben. Was will ich denn maximal haben? Was haben wir da drin gehabt? Was haben wir da 30,04. drin? Du Achso. weißt es aus. Ja, du kannst es ja noch zu sehen. Ich muss ja mal umschalten. 30,04. Genau, bis 30,82. Das ist ja ein Bereich. Letztendlich werde ich jetzt den höheren gewählt, logischerweise. 30,82. So, 30,82. Das werde ich auch nicht vergessen, dass man jetzt da einen Punkt drin macht. Und ich kann den Stop eingeben. Markus, wo steht der? 26,54. 26,54 zum Beispiel. So. Dann klicke ich hier auf Speichern, auf Übermitteln, Übermitteln. Dann kommen jetzt noch ein paar Sachen, die. Genau, wird nochmal gecheckt, alles, was da, wo es hingeht, ob die Eingaben stimmen. Der Betrag habt ihr im Endeffekt da, die Position, was einzuschießen ist. Also da gibt es mehrere, sage ich mal, so viel kenne ich eigentlich beim anderen Broker nicht, dass die so viel Daten übermitteln, wenn man eine Order aufgibt. Das sind tolle Informationen. Überschreiben und übermitteln. Das ist, sag mal, der Betrag letztendlich drin, dass es Smart Routing ist und so weiter. Übermitteln, übermitteln. So, das mit dem Algo, das finde ich also auch schon mal witzig. Nicht verwenden. Okay. So, jetzt ist die Order im Chart drin. Und mal aufmachen. Zack. Dann sieht er hier im Endeffekt die Order. Da ist das Kursziel, da ist die Einstiegsorder, die ist halt grün und das ist der Stop. Und jetzt könnt ihr,
die verändern. Also ihr könnt jetzt sagen, nee, den Stop will ich nicht drin haben, muss mit der Maus drüber gehen, dann kommt irgendwann mal hier so ein, da ist er, muss man ein bisschen ziehen, dann mache ich den da unten drunter, den Stop meinetwegen, sagt die Einstiegsorder, wenn ich sie nicht auf dem Punkt haben möchte unbedingt, dann kann ich die auch woanders hinsetzen. Da bleibt es teilweise alles zusammen. Also ich muss die Einstiegsorder zuerst setzen, kann sie dann auch runtersetzen. Also man ist da auch flexibel. Ja. Aber generell sollte man die Werte natürlich, sag ich mal, beachten, die wir halt da einstellen. Ja, aber man ist trotzdem flexibel. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass man die im Chart letztendlich sieht. Und so habe ich im Endeffekt mit einer Aufgabe mein Target drin und mein Dings. Jetzt wird Nelson mir bestimmt sagen, wenn ich einen Teilverkauf mache oben, dann kann ich die Menge, die ich oben verkaufen möchte, auch noch anpassen, wenn die Order eingestellt ist. Ja, wobei du jetzt auch eine zusammenhängende Order jetzt drin hast, Ja. aber kannst es auch mal live vorführen. Genau. Ach so, wenn das schon ausgeführt ist, meinst du? Machen wir jetzt mal Ja. den, dann müsstet ihr ausführen, oder? Ah ne, wir haben sie ja bei 29 noch was. Ja, das ist ja eigentlich. Das funktioniert nicht, weil wir sind ja auf diesen Zeitpunkt gegangen, Genau. wo der Markt das Signal hatte. Und da sind die Daten natürlich jetzt nicht einig. Aber wenn ich die jetzt hier eingebe und ziehe die im Endeffekt da hoch, dann müsste sie ja jetzt angepasst sein und übermittelt sein. Er müsste sie jetzt normalerweise reinnehmen, oder? Müsste er eigentlich tun. Ja, manchmal muss ja auch das Volumen da sein, dass es jetzt das triggert. Was kann sein? Weil dann hätten wir automatisch einen Stop drin und einen. Heute ist noch nicht so viel Volumen. Ja, Bewegt sich wahrscheinlich auch die nicht hat auch viel. nicht ganz so viel. Das ist ja eine Aktie mit wesentlich weniger Volumen. Aber die war schön hochgehandelt worden in letzter Zeit. Man sieht an dem Volumen hier, spielt ja schon eine Rolle. Also die scheint mehr in Beachtung zu sein. Also das kann ich auf jeden Fall anpassen. Das finde ich also eine gute Sache, dass man hier im Endeffekt den Arbeitsplatz letztendlich in der TWS dann auch hat. Und wenn ich richtig informiert bin, kann man natürlich auch, wenn man die TWS sich den Arbeitsplatz einrichtet, das heißt Indikatoren, das sind ja die gleichen, die wir im Endeffekt benutzen, und Volumen, das kann man abspeichern als Template. Und dann könnte man theoretisch das Template runterladen und sich aufspielen. Ist das richtig? Hat noch keiner Nelson, das war gemacht. so gefragt. Das war, glaube ich, die Frage für Nelson. Aber Nelson. Sorry, ich war gerade tatsächlich hier. Kollege kam rein. Kannst du noch mal sagen, bitte? Kein Problem. Wenn ich jetzt hier wie jetzt ein Template erstellt habe mit den Indikatoren und so weiter, dann kann ich das ja abspeichern als Template und ich kann dieses Template aber auch an jemanden verschicken, der sich das installieren könnte, richtig? Ja, richtig. Genau, das machen wir nämlich auch demnächst. Das machen wir noch ein bisschen schicker und dann kann man sich im Endeffekt den Arbeitsplatz auch so runterladen. Dann spart man sich eine Menge Klickerei und hat schon einen Perlentaucher oder Turning Point Layout hier drin. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Das ist relativ praktisch. Also wir sagen dann Bescheid, wenn es dann zum Download bereitsteht. Genau. Okay. Gut. So, wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr gerne noch loslegen. Ihr seht, da sind jetzt natürlich tiefer Eingang, aber alleine der Prozess, bis ich zu dieser Aktie gekommen bin, war jetzt nicht so lang. Relativ. Ja, das war jetzt nur die Erklärung, wie man es eingibt. Genau, also jetzt den Hattest du Trade auch hätten wir gefragt, natürlich jetzt warum? nicht gemacht, ne? Also den Nee. Trade kann man ja gar nicht machen, weil er ist ja aktuell der Markt nicht und die Branche fällt ja, ist auch gefallen. Das heißt, heute wird sich entscheiden, ob wieder mehr Signale reinkommen, weil der Gesamtmarkt dreht. Das ist schon mal gut. Und wenn ich mir die Branche anschaue und die dreht dann, das ist in dem Fall Utilities, habe ich ja eingeblendet, dann habe ich natürlich dann auch wieder Trading-Signale. Das ist ja das Wichtige. Und also wenn ihnen nichts zu handeln gibt, muss ich auch nichts handeln. Okay, dann sind wir erstmal fertig für heute. Der dritte Teil kommt schon in der nächsten Woche. Und zwar diesmal aber am Donnerstag um 18 Uhr. Und da hoffe ich, dass wir ein paar schöne Live-Signale auf jeden Fall finden für euch und eine schöne Branche. Und bringt auf jeden Fall wieder eine Menge Fragen mit. Und ich freue mich dann, wenn es wieder heißt,
Kosten bitte. Kosten. Günther fragt nach den Kosten und der Dieter hat auch noch eine Frage. Also als Datenfeed sollte ich das US-Bundle für die US 10 Millionen verwenden, dann sind die Charts okay, wäre zweckmäßig. Also eigentlich brauchst du ja keine Live-Daten, theoretisch. Ne? Also auch wenn der jemand jetzt gemeckert hat, hey, sie geben eine Order auf, weil sie keine Live-Daten haben. Die Order wird ja beim Broker gespeichert und der hat ja die Kurse. Ich sehe, sie kann sie bloß nicht für mich charttechnisch nutzen. Also die Order wird trotzdem ausgeführt. Ne? Und klar kannst du das Bundle da gerne abschließen, wenn du willst, mit den Kursdaten bei der TWS. Also beim TradeScanner brauchst du keine Kursdaten. Die sind end of day und sind dann drin, wenn der Markt geschlossen ist. Die Kosten für den TradeScanner im Normalfall nur für das Perlentaucher-Tool, also wenn du nur Aktien machst, 49 Euro im Monat. Dabei sind dann der Trading-Kurs dabei, da sind die Aufschaltungen mit drei, bei die Bedienungsvideos. Du kannst Fragen stellen. Also letztendlich kommst du einfach dann da rein, kriegst das Ding auch nochmal persönlich erklärt in einer Zoom-Session. Also ist eigentlich, denke ich mal, kein Thema. Das Bundle, Option Basic. Markus 99, wenn mich nicht alle täuscht. Genau, ja. Das große 129, glaube ich. Genau. Genau. Und hier, wenn du das abschließt, hast du nochmal 10% günstiger bei FX Flat. Genau. Könnt ihr etwas noch zur Meldung mit dem Algo sagen? Beim Aufgeben der Order? Du meinst, also ich selbst handle ja mit einem anderen Tool. Also ich benutze die TWS, habe ich zwar an, aber ich habe ein anderes Tool draufgeschaltet. Das ist ja auch nicht verkehrt. Die TWS kann ja auch von verschiedenen anderen Sachen angewählt werden. Du meinst diese Warnmeldung, das ist das mit dem Algo. Das ist, glaube ich, etwas, es gibt verschiedene Algorithmen, die hinterlegt sind bei der TWS und dann soll man auf jeden Fall geschützt werden. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Anliegen auch von Interactive Brokers, dass die im Endeffekt sagen, du darfst dein Limit nicht zu weit weglegen, weil ansonsten wirst du zu schlecht ausgeführt bei so einer Order. Die wollen ja, dass du nah am Kurs ausgeführt wirst. So habe ich verstanden mit dem IB-Algo. Und den kannst du einschalten, den musst du aber nicht einschalten. Ja, und das ist der Algo, der dahinter steckt. Der Johannes hat ja noch gefragt, ja, Agena Trader nutzen wir natürlich für die Eingabe bei Aktien. Ja, ist so. Ja, den haben wir angebunden an die TWS und das geht also ganz gut, finde ich. Das war die Intention, warum ich mir früher den Agena Trader gekauft habe, ja. Weil ich die TWS ist so gewaltig. Also es ist wirklich ein absolut cooles Tool, weil da kann man, glaube ich, alles mitmachen. Das ist eine, aber es ist von der Bedienung halt, man hat sehr viel Schaltflächen, wo man raufklicken muss, man muss sehr viel lesen. Die Übersetzung ist viel, viel besser geworden, ja, auch fürs Deutsche. Früher war es so, da hat man drauf geguckt und gesagt, was wollen die jetzt von mir? Aber jetzt kann man es schon verstehen, was es letztendlich ist. Und das Coole, das muss ich wirklich sagen, der Support von FX Flat ist wirklich mega. Also die helfen euch gerne weiter. Ja. Wir haben auch diese ganzen Videos, wie du die Eingaben machst und so bei uns im TradeScanner unter Blog. Da habe ich etliche Ja. Videos gedreht, dass du das nochmal nachschauen kannst. Immer so 1,5 Minuten bis 2,5 Minuten Videos. Genau. Kennt sich jemand mit Python aus, soll für externe Anbindung an ein Programm via API machbar sein? Ich nicht. Ich habe von gehört, aber auch mir auch nicht. Weiß nicht, Marco, Ja, Python seine. ich kann schon ein bisschen Python, ja. Aber einen Schritt nach dem anderen. Jetzt habe ich ja wieder die Aufgabe gekriegt, hier vom Oliver auch den Rank bei Optionen zu machen. Das ist ja auch wichtig. Genau. So sind halt noch viele Sachen und es steht immer noch aus, ich weiß, wir wollen den Trade-Scanner so gut machen und auch das Marktmodell noch ein bisschen anpassen. Also es bleibt nicht so stehen und das war's, sondern wir sind immer noch weiter dran, das weiterzuentwickeln und zu verbessern. Es kommt noch ein Trading-Journal auf jeden Fall rein und auch eine Positionsgrößen-Sache und das kommt auf jeden Fall mit rein. Wir wollen es rund haben. Ne? Das ist klar, aber Ja. so soll es auf jeden Fall werden. Okay, dann können wir dann wieder runter mit den Fragen. Das war's dann. Ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart, vor allen Dingen für die Fragen. Davon lebt die Sache ja auch.
Und dann sehen wir uns am Donnerstag und hören uns am Donnerstag wieder um 18 Uhr. Und Markus, hast du noch Ja, ein genau. schönes Und Wort? morgen haben wir ja auch noch eine Zoom-Session, wenn ihr dann dabei sein wollt, das nochmal genauer durchzugehen. Genau, für diejenigen, die schon beim Thread-Scanner mit sind oder gerade testen oder so, dann letztendlich können wir morgen dann an die Bedienung gehen und detailliert nochmal Fragen beantworten für die User. Okay, Nelson, wir sind Prima. durch. Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Und der Trade Scanner wird voraussichtlich nächste Woche zweimal tatsächlich auch in der Praxis gezeigt, nämlich auch schon am Mittwoch bei dir im Webinar. Ja, ich muss auch gleich umschalten, weil ich habe gleich noch ein Folgewebinar und da muss ich jetzt auf jeden Fall rein. Deswegen muss ich Dann mich jetzt ganz schnell verabschieden. Wir sehen uns auf mach jeden Fall das. nächste Viel Woche. Vielen, Erfolg. vielen Dank, liebe Schönen Abend Leute. an alle. Bis dann. Tschüss. Ciao, Carsten. Vielen Ciao, Dank, Carsten. Markus. Bis nächste Woche und allen noch einen schönen Abend und ja, erfolgreiche Trades. Bleiben Sie gesund. Bis dann.